Wir kannten unsere Gegnerinnen gar nicht, auch nicht ihre Spielweise. Noch nicht mal beim Aufwärmen waren sie dabei. Wir waren etwas irritiert, haben aber unser Aufwärmprogramm normal durchgezogen. Erst bei Spielbeginn haben wir unsere Gegenspielerinnen zum ersten Mal gesehen. Mehr zum Spiel erzählt euch meine Schwester. Es war heute ein einfaches Spiel. Bei der EM vor 3 Jahren in der Türkei hatten wir weitaus stärkere Gegner. Heute kam da echt nicht viel. Es war extrem wichtig, das erste Spiel zu gewinnen. Ich weiß, wir beide können noch viel besser spielen. Der Sieg war wichtig, gerade weil es Henriks erstes internationales Turnier war. Start! Ich bin auf jeden Fall sehr überwältigt, dass ich die Silbermedaille jetzt doch noch gewonnen habe. Ich habe absolut nicht damit gerechnet. Ich habe im Knien wirklich nicht so stark angefangen. Ich war schon im Vorkampf nicht so gut. Habe einfach gehofft, dass ich es wieder durch liegend und stehend rausholen kann. Habe gekämpft und habe einfach mein Bestes gegeben und habe gehofft, dass es funktioniert. Und es hat funktioniert. Ich habe gehofft, dass die Melanie heute Nachmittag ein bisschen stärker im Finale kniend ist als Vormittag im Wettkampf. Ja, es hat leider nicht geklappt, aber ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, weil ich gewusst habe, liegend und stehend ist sie heute richtig stark unterwegs und ich habe immer an die Medaille geglaubt. Ich war sehr aufgeregt, vor allem nachdem ich dann liegend wieder vorne mit dabei war, hatte ich ganz schön Puls. Es war schon, vor allem die letzten Schuss stehend, das hat da vorne gewackelt und ich habe gedacht, die fliegen hier und hier hin, aber es lief alles gut. Ich glaube, dass ich mindestens genauso nervös war als die Melanie. Ich durfte Gott sei Dank hinten sitzen und nur zuschauen. Und ich habe versucht, ruhig auszuschauen, ob es mir gelungen ist. Ich weiß es nicht, aber mich freut es riesig. Ja, from Germany.
Willst du anfangen? Im Vorlauf war die Zeit gut. Wir sind zufrieden. Knapp über 4 Minuten sind wir geschwommen. Das war gut. Im Finale sogar unter 4 Minuten. Wir haben damit 2 deutsche Rekorde geknackt. Das war gut und wir sind alle zufrieden. Ja, war gut. Sind sogar Bestzeiten geschwommen. Alle, oder? Ja, wir sind alle Bestzeiten geschwommen. Heute hatten wir unser erstes Spiel bei den Deaflympics. Wir waren alle etwas nervös, das verflog aber mit der Zeit und wir spielten besser. Zu deiner Frage, ob ich mit den Männern aus meinem Team zufrieden bin, kann ich klar sagen, ja. Mein Ziel war es, dass sie unter die besten 50 kommen. Insgesamt traten 117 Teilnehmer an, um da eine Medaille zu bekommen, ist schon verdammt schwer. Möglich ist aber alles. Heute, am ersten Tag beim Einzel, hatte ich ein völlig komisches Gefühl beim Werfen. Es lag am Klima. Es lief einfach nicht gut. Mit dem heutigen Tag bin ich nicht zufrieden. Übermorgen beim Doppel muss es mit Vollgas weitergehen. Auch bei der Mannschaft muss das so sein. Dabei wird bestimmt eine Medaille rausspringen. Zumindest ist das unser Ziel.